Da hat der Urs die Technik. Wenn man mit einem Solution-Architekt unterwegs ist, kriegt man keine Probleme mehr. Außer vielleicht Durst. Also, Zeit für einen Drink-Run! So Leute, wir machen mal eine Pause. Was wollt ihr trinken? Ich nehme gerne einen Pilz. Für mich gerne Mate. Radler? Limo. Nee, vielleicht oder lieber ein Kaffee. Oder doch eine Limo. Ja, Kaffee wäre auch nicht schlecht. Ja. Die größte Herausforderung in der Supply Chain ist die Transparenz. Ist ja auch klar, wenn bei der Übergabe und Bezahlung von Waren und Dienstleistungen immer noch Papier die Cutting-Edge-Technologie ist. Ich habe ja nur die paar. Bei manchen sieht das so aus. 120.000 Transportaufträge pro Tag. Das heißt 120.000 Vereinbarungen über Fristen, Regularien und Finanztransaktionen. Das macht 500.000 Blatt Papier. Pro Tag. Nur für Lieferscheine. Eine Herausforderung für jede Branche. Überall. Super zeitaufwendig und super fehleranfällig. Und dann sind die vertraglichen Vereinbarungen auch nicht geprüft. Liefer- und Zahlfristen, Zustand der Ware. Das Bier ist ja warm. Kann ich auch ein kaltes haben? Nein, ich glaube, ich möchte auch keinen Radler. Ich weiß, ich kann ich was anderes versuchen. Bestellen? Irgendwie oder nehme ich was Alkoholfreies lieber? Mit IBA von T-Systems und der Commerzbank hingegen werden alle Vereinbarungen des Logistikers mit den Subkontraktoren über die beauftragten Dienstleistungen automatisiert durchgeführt und vorher gecheckt. Fristen, Zahlungsziele, Zahlungsvereinbarungen. Schon besser als Zettel. Okay, das macht trotzdem 13,40 Euro bitte. So vermeiden wir Fehler und sparen Zeit. Und Papier. Was kriegst du? Ich hab nur Bargeld. Ich hab nur Karte. Ich hab Handy. Kann ich online bezahlen? Wenn dann die Finanzdienstleistungen dazukommen, wird die Supply Chain so richtig komplex. Pro Transaktion kommen da locker über 20 Parteien zusammen, mit je 10 bis 20 verschiedenen Dokumenten, über 5000 Datenfeldinteraktionen. Das kostet wieder, genau, Zeit und Arbeit. Nein, ich würde ganz gerne online. Nur Karte ist was Wahres. Nein. IBA verbindet die physische mit der finanziellen Lieferkette, vollautomatisiert. Funktioniert so. Übergabe. Erhalt bestätigt. Richtigkeit der vertraglichen Bestimmungen geprüft. Zahlung erledigt. In nicht mal einer Sekunde. Mit IBA hätte unser Drink Run so ausgesehen. Was wollt ihr trinken? Ich nehme gerne einen Pilz. Für mich gerne Mate. Ein Radler. Ich gerne Lemon. Und hey! Geht übrigens auf mich.